Ich war letztens im Train and Play in meiner Nähe und hab mir dort etwas amerikanisches Rollmaterial besorgt. Zwei Boxcars und dann auch noch zwei Flatcars. I'm so sorry, I can't do American accents. Als jemand, der primär diese simplifizierten Thomas-Waggons hat, haben mich diese Details schon ziemlich überwältigt. Man sieht das Bremsgestänge, die Bremszylinder, sogar die Bremsschläuche sehen halbwegs gekuppelt aus. Damit konnte ich hier auch zum ersten Mal mit diesen Mittelpufferkupplungen spielen. Während diese Aufnahmen laufen, sieht man auch den momentanen Zustand von Hank. So ungefähr behalte ich ihn. Hier und da noch ein paar Feinheiten mit der Farbe, aber bei Nummer und Pennsylvania-Schriftzug werde ich wohl so ein bisschen einen unbemalten Kasten lassen, um es mir etwas einfacher zu machen. Das Gesicht von irgendeinem Bachmann James. Ja, ich denke, ich behalte das. Ich möchte mir jetzt ehrlich gesagt kein anderes Gesicht extra dafür kaufen und der Hank ist ja so schon ziemlich liberal. Warum überhaupt das ganze USA-Zeug? Ja, das wurde durch die Ankündigung von Bachmann Bow ins Rollen gebracht, aber der will einfach nicht rauskommen. Oh. Ach. Na dann. Gatito. Yuki. Gatti. Hey. Yuki, lässt du das bitte?